Ägypten. Nirgends auf der Erde gibt es mehr archäologische Schätze als hier. Oh, sehen Sie sich das an! Unter dieser Wüstenlandschaft liegen die Geheimnisse einer uralten Zivilisation. So was habe ich noch nie gesehen. Eine Saison lang konnten wir mit unseren Kameras die Ausgrabungen hautnah miterleben und einmalige Einblicke in die Arbeit der Archäologen erhalten. Das ist der kritischste Moment. Verborgene Geheimnisse werden gelüftet. Wir haben Glück. Wow, viele Mumien. Es riecht furchtbar. Und es werden Entdeckungen gemacht, die unseren Blick auf die Geschichte verändern könnten. Wir hatten keinen Beweis, bis jetzt. Hier hat alles angefangen. Das hätte ich nie erwartet. In dieser Episode suchen Archäologen nach Hinweisen auf das Ende der Pyramiden. Diese Blöcke sind riesig. Claire Somalino folgt den Spuren der Handwerker, die diese riesigen Bauwerke errichteten. Man kann deutlich sehen, dass dieser Ort verlassen wurde. Miriam Seco Alvarez ergründet die Geheimnisse der Tempel. Das ist aus Grab 22, dem Mumienlager. Und Alejandro Jiménez Serrano kommt mit dem Jenseits in Berührung. Unglaublich. In den lang vergessenen Gräbern im äußersten Süden Ägyptens. Ich bin sprachlos. Das Westufer des Nils. Die Heimat einiger der bekanntesten Bauwerke der Welt. Der mächtigen Pyramiden von Gizeh. Sie beherbergten einst die Leichname von Pharaonen. Doch obwohl die altägyptische Kultur fast 3000 Jahre überdauerte, bauten ihre Herrscher nur für ein paar Jahrhunderte riesige Gräber wie diese. Noch immer versuchen Ägyptologen herauszufinden, warum die Pharaonen aufhörten, Pyramiden zu bauen. Für den Ägyptologen Chris Naunton ist es angesichts der Erhabenheit dieser antiken Bauwerke umso unverständlicher, warum die Ägypter ihre Errichtung aufgaben. Knapp 18 Kilometer südlich der legendären Pyramiden von Gizeh liegt Saqqara. Bei Pyramiden denken wir sofort an Gizeh und die Cheops-Pyramide. Doch eigentlich begann alles hier. Chris Naunton ist an den Ursprungsort des Pyramidenbaus gereist. Er will herausfinden, warum die Ägypter nur knapp 500 Jahre lang diese riesigen Bauwerke errichteten. Die erste Pyramide Ägyptens wurde ein Jahrhundert vor den berühmten Pyramiden von Gizeh erbaut. Es ist ein gut 60 Meter hohes Mausoleum aus 6 riesigen Kalksteinplattformen. Eine sorgfältige Konstruktion, die das Gewicht des Gesteins so verteilt, dass ein Einsturz verhindert wird. Tief im Innern befindet sich ein gigantischer Schacht. 8 Meter breit und 25 Meter tief. An seinem Boden liegt die Pharao Djoser zugedachte letzte Ruhestätte. Hier sollte der Körper des Königs in Ewigkeit ruhen. Der Aufwand, der betrieben wurde, um dieses unglaubliche Bauwerk um den Körper eines Menschen zu errichten, ist erstaunlich. Durch einen Gang wurden riesige Granitblöcke in den Schacht geschoben und gestapelt, sodass ein riesiger Sarkophag von 6 Metern Länge und 3,5 Metern Höhe entstand, der die Mumie aufnehmen sollte. Diese Blöcke sind riesig. Beeindruckend. Doch das Grab sollte nicht nur die sterblichen Überreste des Pharaos für die Ewigkeit sichern. Die Pyramide sorgte auch dafür, dass sich nachfolgende Generationen an den König erinnerten. Für ein erfolgreiches Leben nach dem Tod unerlässlich. Sie wurde um 2650 vor Christus fertiggestellt und löste eine architektonische Revolution aus. Djosers sechsstöckiges Mausoleum war nicht nur die erste Pyramide. Es war auch das erste monumentale Bauwerk der Welt, das aus Stein gebaut wurde. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts wurde das Konzept weiterentwickelt und monumentale Grabmäler entlang des Westufers des Nils errichtet. Darunter auch die erste geometrisch korrekte Pyramide, die Rote Pyramide. Und ein unförmiges Experiment, die Knickpyramide.
Danach ließ eine Dynastie von Pharaonen die bekanntesten Bauwerke Ägyptens errichten, die Pyramiden von Gizeh. Doch nur wenige Jahrhunderte, nachdem sich die Cheops-Pyramide aus der Wüste erhoben hatte, brach eine neue Ära an. Knapp 680 Kilometer südlich von Gizeh, im heutigen Assuan, befindet sich das Zentrum der südlichsten Provinz im alten Ägypten. Professor Alejandro Jiménez Serrano hat bereits 11 Jahre damit verbracht, die Gräber der wohlhabenden Statthalter der Region freizulegen. Er glaubt, dass sie eine Rolle im Zusammenhang mit dem Ende der Pyramiden spielten. Die Pyramiden waren Symbole der Macht, durch die sich die Könige vom Rest der Gesellschaft abhoben. Sie boten ihnen einen privilegierten Zugang zum Leben nach dem Tod. Doch während die Pharaonen ihre Pyramiden im Norden errichteten, wurden die Eliten im Süden immer reicher. Sie machten ihre eigenen Pläne für die Ewigkeit und gruben immer aufwendigere Gräber in die Felsen. Alejandro Jiménez Serrano ist dabei, einen weiteren Bereich ihrer alten Nekropole auszugraben. Die Gesellschaftsordnung des alten Ägypten spiegelt sich in den Friedhöfen wider. Wir können anhand der Gräber sehen, wie das Leben war. Es ist 8 Uhr morgens und sein Team hat bereits einen Fund gemeldet. Mal sehen, ob wir dieses Mal Glück haben. Man entdeckt nicht jeden Tag ein Grab. Es heißt also Daumen drücken. Ein ebener Bereich im Fels erregt die Aufmerksamkeit des Teams. In diesem Bereich kann man sehen, dass der Stein bearbeitet wurde, um eine ebene Fläche zu schaffen, die als Fassade des Grabes dienen sollte. Die von Natur aus unebene Felswand wurde mit Werkzeugen geglättet. Handelt es sich um ein Grab der Oberschicht, könnten Inschriften im Inneren Licht auf die Rolle der Statthalter im Zusammenhang mit dem Ende der Pyramiden werfen. Dies ist das typische Grab von Mitgliedern der Oberschicht in dieser Region. Jetzt suchen wir nach dem Eingang. Fast 680 Kilometer flussabwärts am Westufer des Nils ist Chris Naunton in Gizeh dabei, die Hochphase des Pyramidenbaus zu erforschen. Er versucht nachzuvollziehen, wie sich diese Bauwerke aus den frühen Pyramiden in Saqqara entwickelt haben. Außerdem sucht er nach Spuren, die erklären können, warum ihr Bau aufgegeben wurde. Die steinernen Giganten wurden neu konstruiert, um den Körper des Pharaos nach seinem Tod vor Grabräubern zu schützen. Die äußere Hülle der Cheops-Pyramide bestand aus einer nahtlosen Verkleidung aus glatten Kalksteinplatten und Blöcken. Sie verbarg den einzigen Weg ins Innere der Pyramide, einen schmalen Tunnel in 18 Meter Höhe. Doch auch dieser Tunnel war verschlossen. Eindringlinge mussten sich durch riesige, 2 Meter dicke Granitblöcke arbeiten, um einen steilen Schacht zu erreichen, der ins Zentrum der Pyramide führt. Oben angekommen, standen sie 3 weiteren massiven Granitplatten gegenüber. Erst dahinter befand sich die Grabkammer, in der der König mit seinen Reichtümern begraben lag. Neben der großen Pyramide ließ Cheops Sohn Khafre seine eigene Pyramide errichten. Unterhalb befand sich ein Gebäudekomplex mit Tempeln, die seiner Wiederauferstehung dienen sollten. Priester kamen hierher, um im Schatten der Pyramide Opfergaben darzubringen und so den Namen des Pharaos lebendig zu halten. Eines dieser wohlüberlegt platzierten Bauwerke ist eine der rätselhaftesten Skulpturen des Altertums. Die große Sphinx. Die Ägypter legten viel Wert auf die Ausrichtung ihrer Bauwerke. Eine der großen Leistungen hier in Gizeh zeigt sich in der Fähigkeit, Bauwerke wie dieses in einem riesigen Maßstab zu errichten. Die Sphinx, der Tempel davor und die Pyramide dahinter sind exakt zueinander ausgerichtet. Chris Naunton sucht nach Hinweisen darauf, wann die Pharaonen den Bau dieser Monumente aufgaben. Zwischen den Pfoten der Statue findet er eine Platte aus einem anderen Gestein, die 1000 Jahre später hinzugefügt wurde. Die Traumstele.
Ihr Name bezieht sich auf die Geschichte, die auf ihr verewigt ist. Thutmose IV. Hatte demnach, bevor er König wurde, einen Traum, in dem die Sphinx zu ihm sprach. Sie sagte, sie sei in keinem guten Zustand und baufällig. Laut der Hieroglyphen hatte man die Sphinx im Wüstensand ertrinken lassen. Thutmose sollte belohnt werden, wenn er die Skulptur in ihrer früheren Pracht wiederherstellen würde. Sollte es Thutmose IV. Gelingen, die notwendigen Reparaturen durchzuführen und den Sand zu beseitigen, würde die Sphinx dem jungen Prinzen im Gegenzug die Königswürde verschaffen. Mit anderen Worten, wenn Thutmose tut, was die Sphinx will, wird er König. Thutmose war überzeugt davon, dass er seinen glorreichen Vorfahren gefällig sein musste, um Pharao werden zu können. Deshalb sorgte er dafür, dass die Bauwerke seiner Vorgänger in Ehren gehalten wurden. Als er Pharao geworden war, erneuerte Thutmose die Sphinx. Dies geschah in einer Periode, die als das Neue Reich bezeichnet wird. Zu dieser Zeit erreichte die ägyptische Macht den Höhepunkt ihrer viele Jahrtausende währenden Geschichte. Um 5000 vor Christus entstanden am Nil die ersten kleinen Siedlungen, deren Bewohner das fruchtbare Land bewirtschafteten und die schließlich zum Staat Ägypten heranwuchsen. Um 2700 vor Christus begann das Alte Reich, die Zeit der großen Pyramidenbauer. Doch 2175 vor Christus brach ihre Gesellschaftsordnung zusammen, als die Herrschaftsstrukturen zerfielen und Ägypten im Chaos versank. 500 Jahre später schlug die Geburtsstunde des neuen Reiches. Das goldene Zeitalter von Tutanchamun, Königin Nofretete und Ramses dem Großen. Doch diese Pharaonen bauten keine Pyramiden. Als Thutmose IV. Die Sphinx vom Sand befreite, war der Bau der bekanntesten Monumente Ägyptens von den Pharaonen längst aufgegeben worden. Doch warum? Knapp 120 Kilometer östlich der Pyramiden, an der Küste des Roten Meeres, liegt ein Sukna. Die französische Archäologin Claire Somalino legt hier seit 9 Jahren alte Bauwerke frei. Sie vermutet, dass dieser abgelegene Außenposten Geheimnisse birgt, die den Aufschwung und den Niedergang der Pyramiden erklären könnten. Viele der Gebäude, die sie gefunden hat, stammen aus der Hochzeit des Pyramidenbaus. Wir haben hier mehrere Schichten aus dem Alten Reich. Von den Anfängen der Nutzung dieses Ortes während der Herrschaft Khafres. Doch von all den Gebäuden, die sie freigelegt hat, zeigt keines Anzeichen einer langjährigen Nutzung. Ein Sukna scheint ein Feldlager gewesen zu sein. Es gibt Wohnhäuser, Werkstätten und Kochstellen. Alles, was man während einer Expedition braucht. Dieser Ort wurde 2 oder 3 Monate lang bewohnt. Claire Somalino sucht nach Hinweisen darauf, ob dieses Lager etwas über das Zeitalter der Pyramidenbauer verraten könnte. Graffiti in einer nahegelegenen Felswand könnten diese Hinweise liefern. In den Felswänden oberhalb von Ain Sukna hat das trockene Klima Gravuren im Gestein konserviert, die von Menschen, die hier vorbeigekommen sind, hinterlassen wurden. Einige von ihnen sind nur ein halbes Jahrhundert alt, doch andere tausende von Jahren. Die ältesten sind diese Inschriften aus der Zeit König Mentuhoteps IV. Sie besagen, dass im ersten Jahr seiner Herrschaft eine Expedition entsandt wurde, um Kupfer zu finden. Kurz nach Mentuhotep IV. Kam Amenemhet I. Er schickte 4000 Männer. Das waren zu dieser Zeit sehr große Expeditionen. Die Graffiti legen nahe, dass das Lager von Ain Sukna ein Zwischenstopp auf einer Versorgungsroute war. Sie lieferte den Rohstoff, den die Pharaonen zur Errichtung ihrer Pyramiden am dringendsten benötigten. Kupfer. Claire Somalino nimmt an, dass es aus den Minen auf der Halbinsel Sinai jenseits des Roten Meeres stammte. Wenn ein Pharao mehr Kupfer brauchte, schickte er eine Armee von Arbeitern durch die Wüste nach Osten. Einige von ihnen trugen zerlegte Boote, die an der Küste zusammengebaut wurden und über das Rote Meer segelten.
Zwei Monate lang schufteten die Männer in den Minen und bauten hunderte Kilogramm Kupfererz ab. Nachdem sie die Schiffe beladen hatten, kehrten sie mit dem Erz aufs Festland zurück, transportierten es zum Nil und dann zu den Pyramiden. Die Entdeckungen zeigen, dass der Hafen von Ain Sukhna eine wichtige Rolle beim Bau der größten Bauwerke spielte, die die Welt je gesehen hatte. Kupfer war eine strategisch wichtige Ressource, weil daraus Werkzeuge hergestellt wurden. Die wurden auf den Baustellen der Pyramiden, der Sphinx und anderer großer Bauwerke dieser Zeit benötigt. Wenn Claire Somalino Hinweise auf das Ende des Pyramidenbaus finden will, muss sie graben. Am Westufer des Nils, dem Land der Toten im alten Ägypten, ist die Hieroglyphenexpertin Christel Alvarez auf dem Weg zu der Pyramide, von der Archäologen annehmen, dass sie zu den letzten gehört. Das Grabmal von Pharao Pepi II. Wurde 400 Jahre nach der Stufenpyramide in Saqqara erbaut. Oh, wow. Wunderschön. All die Farben. Das Grün ist immer noch sehr lebendig. Sie sucht nach Hinweisen darauf, warum die Vorliebe für den Pyramidenbau hier sein Ende fand. Fast jede Oberfläche ist mit Hieroglyphen bedeckt. Auch die königliche Kartusche mit dem Namen des Pharaos ist hier zu finden. Dies ist die Kartusche des Königs. Hier steht, dass er leben und nicht sterben wird. Dieser Textabschnitt wird ständig wiederholt. Die Wände in Cheops Grab, der großen Pyramide von Gizeh, wurden leer gelassen. Hier hingegen sind sie mit Beschwörungsformeln beschriftet, die dem Pharao Pepi helfen sollten, sicher in die Unterwelt zu gelangen. Im Unterschied zu anderen Pyramiden wurde hier versucht, so viel Text wie möglich unterzubringen und den gesamten verfügbaren Platz dafür zu nutzen. Je weiter das Zeitalter der Pyramiden voranschritt, desto mehr versuchten die Pharaonen, ihre Gräber mit magischem Schutz für ihre Körper und Seelen zu füllen. Die Texte dokumentierten ihren Glauben an die Macht der Pyramiden. Und das zu einer Zeit, als die Macht über das Königreich Ägypten zu schwinden begann. Die Regierungszeit Pepi II. Wurde von Dürren, Hungersnöten und Unruhen überschattet. Aus Sorge um sein Leben nach dem Tod ließ er die Wände seines Grabes mit magischen Inschriften bedecken, um den Schutz seiner Seele zu sichern. Als Pepi starb, ohne einen Erben zu hinterlassen, entbrannte ein Machtkampf. Und ein Jahrhundert lang regierten schwache Könige, die jeweils nur kurz an der Macht waren. Da es ihnen an finanziellen Mitteln und Ressourcen fehlte, waren ihre Gräber winzig, im Vergleich zu den mächtigen Bauwerken aus der Hochzeit der Pyramiden. In der Endphase des Alten Reiches gab es viele Könige, die nur für kurze Zeit regierten. Die Gräber der meisten von ihnen wurden bislang nicht gefunden. Der Pyramidenbau, eine Tradition, die Sinnbild für eine ganze Zivilisation ist, war beendet. In Kubet el Hawa, nahe der südägyptischen Stadt Assuan, hofft Alejandro Jiménez Serrano darauf, dass die Gräber der altägyptischen Elite dabei helfen können, das Ende des Pyramidenbaus zu erklären. Wenn diese bearbeitete Felswand ein Grab markiert, könnte die Antwort auf seine Fragen direkt unter seinen Füßen liegen. Ein weiterer Hinweis deutet auf einen Eingang ganz in der Nähe hin. Hier gibt es Hinterlassenschaften von Termiten, die das frische Holz der Särge gefressen haben. Wir folgen dem Weg der Insekten. Bei dem, was nun folgt, ist das Team auf Alejandro Jiménez Serranos Erfahrung angewiesen. Hier ist der Eingang. Toll. Aha. Die Tür. Unglaublich. Ja. Ich habe keine Worte.
Wahrscheinlich sind wir die Ersten seit 4000 Jahren, die diesen Eingang sehen. Die sauber gearbeitete Öffnung entspricht dem Stil, der für die Oberschicht im Süden Ägyptens am Ende der Pyramidenzeit üblich war. Ein großer Moment für das gesamte Team. Mabruk. Mabruk. Shukran. Nun müssen sie sich beeilen, bevor die Ausgrabungsstätte in wenigen Stunden für den heutigen Tag geschlossen wird. Die Hälfte des Vormittags ist bereits um und die Schicht der Arbeiter endet um 13 Uhr. Alejandro Jiménez Serrano hat mit Hilfe der Termiten zwar ein Grab der Oberschicht gefunden, doch nun muss der Eingang und der gesamte Bereich vor dem Grab freigelegt werden. Andernfalls würde der Sand einfach wieder hineinrutschen. Der Archäologe hat einen Moment Zeit, sich in Erinnerung zu rufen, wonach er eigentlich sucht. Nach Hinweisen auf mächtige ägyptische Adlige, deren Aufstieg das Ende der Pyramiden bedeutete. Unsere Ausgrabungen konzentrieren sich auf eine Zeit, in der der König das Oberhaupt des Staates war. Daneben gab es noch den Wesir. Unterhalb des Wesirs rangierten die Provinzstatthalter. Man könnte sagen, dass sie die Nummer 3 im Staat waren. In den letzten 11 Jahren hat Alejandro Jiménez Serrano Hinweise darauf gefunden, dass die Pharaonen in dieser Phase der ägyptischen Geschichte ihre Macht verloren haben. Während die Könige schwächer wurden, gewannen die Gouverneure der ägyptischen Provinzen an Reichtum und Macht. Alejandro Jiménez Serrano hat entdeckt, dass zu der Zeit, als Pharao Pepi II. Die letzte große Pyramide baute, die Gräber des Statthalters in Kubet el-Hawa erweitert wurden. Im Laufe von Pepis Herrschaft verfünffachte sich ihre Größe. Das Leben nach dem Tod war nicht mehr nur für Pharaonen reserviert, und Pyramiden nicht die einzige Art, es zu erlangen. Eine solche falsche Tür hoffen wir auch in dem Grab zu finden, das wir heute entdeckt haben. Es war die magische Tür, die die Toten benutzten, um ihre Opfergaben in Empfang zu nehmen. Die Ägypter glaubten, dass sich der Geist des Verstorbenen seinen Besuchern zeigen und er Essensgaben fürs Jenseits entgegennehmen würde. Eine falsche Tür im neu entdeckten Grab könnte mit Hieroglyphen beschriftet sein, die Aufschluss darüber geben, wie mächtig die Statthalter am Ende des Pyramidenzeitalters geworden waren. Wir hoffen, in dem Grab Inschriften zu finden, die uns nicht nur den Namen, sondern auch die gesellschaftliche Stellung des Besitzers verraten. Da die Ausgrabungsstätte um 13 Uhr geschlossen wird, wurde nur so weit gegraben, dass eine Person das Grab betreten kann. Alejandro Jiménez Serrano versucht es. Eine Menge Sand. Keine Spuren von Plünderungen. Plünderungen waren im alten Ägypten weit verbreitet. Sogar die riesigen Pyramiden in Gizeh wurden geplündert und alle Wertgegenstände gestohlen. Da es keine Hinweise auf eine Plünderung gibt, kann Alejandro Jiménez Serrano darauf hoffen, noch Schätze unter den Tonnen von Sand zu finden. Die geduldige Arbeit des Archäologen wird manchmal durch Glücksmomente belohnt. In Ain Sukhna, an der ägyptischen Küste zum Roten Meer, legt Claire Somalinos Team einen Graben in einem alten Feldlager frei. Ihre Kollegin, die Archäologin Adeline Betts, setzt die Geschichte über die Kupferexpedition des Pharaos zusammen. Adeline dokumentiert die Stratigraphie, die wir hier haben. Die ist sehr interessant, weil sie verschiedene Schichten der Besiedlung dieses Teils der Ausgrabungsstätte zeigt. Ich wollte sehen, was du machst. Keramiken. Adeline Betts hat einen Hinweis auf die Besiedlung der Stätte entdeckt. Man kann sehr deutlich die Schichten der einzelnen Besatzungen erkennen. Denn man sieht Asche, die mit Lehm und Sand vermischt wurde. Das hier sind die Schichten aus dem Alten Reich. Die Stratigraphie zeigt ganz klar, dass dieser Ort verlassen war.
Eine dicke Schicht, die sich über Jahrzehnte durch Wind und Überschwemmungen abgelagert hat, bedeckt die Asche der Feuerstellen der Arbeiter aus der Zeit der Pyramiden. Diese Entdeckung zeigt, dass sich hier für mindestens 100 Jahre niemand aufhielt. Es ist ein entscheidender Hinweis auf das Ende des Pyramidenbaus, der zeigt, dass die Pharaonen ihre Kupferexpeditionen aufgegeben hatten. Ihr schwindender Reichtum bedeutete, dass sie es sich nicht länger leisten konnten, riesige Pyramiden zu bauen. So schnell, wie es begonnen hatte, war das Zeitalter der Pyramiden damit vorbei. Doch der Glaube der Pharaonen an ein Leben nach dem Tod war stärker denn je. Wie also bewahrten die nachfolgenden Könige ihre Körper und sicherten sich den Weg in die Ewigkeit? Siebenhundert Jahre nachdem Pepi II. Die letzte große Pyramide erbaut hatte, hatten die Pharaonen des Neuen Reichs ihre Vormachtstellung in Ägypten wiederhergestellt und verlegten ihre Hauptstadt in den Süden, nach Theben, dem heutigen Luxor. Chris Naunton überquert hier den Nil, um zu untersuchen, wie die Herrscher des Neuen Reichs versuchten, ihr Leben nach dem Tod zu sichern. Die wohlhabenden Pharaonen dieser Zeit hätten sich Gräber wie die Cheops-Pyramide leisten können. Doch während der unruhigen Zeit nach dem Ende des Alten Reiches wurden die Pyramiden geplündert. Zeitgenössische Texte beschreiben die Unruhen. Leichname wurden aus den Gräbern gezerrt und Grabbeigaben verschwanden. Die Mumien der Pharaonen wurden gestohlen oder zerstört, zusammen mit ihrem Traum vom ewigen Leben. Um dieses Schicksal zu verhindern, revolutionierte Thutmosis I. den Bau von Königsgräbern. Er war einer der ersten Pharaonen des Neuen Reiches. In Anlehnung an die Statthalter im Süden beschloss er, sein Grab in den Felsen hauen zu lassen. Sein Plan war es, seine Mumie zu verstecken, um sie zu schützen. Der König wählte dafür ein Tal westlich von Theben und ließ einen Schacht über 200 Meter tief in den Berg graben. Das Grab war mit unterirdischen Kammern für seine Reichtümer ausgestattet, die er ins Jenseits mitnehmen wollte. In einer großen Grabkammer am Ende des Tunnels sollte ein Sarkophag seinen Leichnam schützen. Seinem Beispiel folgend ließ fast jeder Pharao in den folgenden 500 Jahren sein Grab in den Berg treiben, um unter der Erde einen Palast zu errichten. So entstand eine unterirdische Stadt verstorbener Herrscher, die als Tal der Könige bekannt wurde. Eines der am besten erhaltenen Gräber im Tal gehörte einem der größten Pharaonen Ägyptens, Ramses III. Wenn man dieses Grab betritt, ist man sofort beeindruckt von seiner monumentalen Größe. Alle Oberflächen sind dekoriert, überall Hieroglyphen und große Abbildungen des Königs. Wirklich beeindruckend. So wie Pepi II. Die Wände der letzten großen Pyramide mit Hieroglyphen überzog, hoffte Ramses, dass magische Kunstwerke seinen gefährlichen Weg zur Auferstehung sichern würden. Es war eine sehr gefährliche Reise. Auf dem Weg würde er allen möglichen Dämonen begegnen. Doch mit Hilfe der Götter, die ihn begleiten würden, war er in der Lage, die Reise erfolgreich abzuschließen. Die Pharaonen des Neuen Reiches glaubten, ihre in den Fels gehauenen Gräber würden ihre Mumien besser schützen als Pyramiden. Die Architekten von Ramses überließen nichts dem Zufall und entwarfen steile Schächte, die sie in den Fels trieben. Dies ist ein wichtiger Teil des Grabes, ein Brunnenschacht, charakteristisch für die Gräber hier. Er sollte Räuber abschrecken, wunderschön verziert mit Bildern von Göttern. Sogar hunderte Meter tief im Inneren des Berges begraben, fürchtete Ramses eine Grabplünderung. Obwohl das Grab versiegelt wurde und man natürlich davon ausging, dass niemand jemals wieder hierher kommen würde, ist es unglaublich schön dekoriert. Vielleicht nur für die Augen der Götter. Es gab nur ein Problem. Um in der Ewigkeit weiterleben zu können, musste ein König nicht nur seinen Körper konservieren. Die Lebenden mussten sich auch an ihn erinnern. Die Pyramiden waren von Statuen und Tempeln umgeben, in denen Priester das Andenken an den toten Pharao bewahrten. Ramses wollte nicht mit einer Pyramide auf seine letzte Ruhestätte und seine Reichtümer hinweisen. Dennoch brauchte er ein Denkmal, um seinen Namen lebendig zu halten.
Am Westufer des Nils in der Nähe von Theben ließ Ramses ein gigantisches 19 Meter hohes Tor errichten, auf dem er riesige Bildnisse von sich eingravieren ließ, die zeigen, wie er seine Feinde erschlug. Dahinter befand sich ein Totentempel. Zwei mit seinen Statuen gesäumte Höfe, die zu einer Reihe von Gebetsräumen und einem Scheintor führten. Dort brachten die Priester Opfergaben dar und sprachen dabei immer wieder seinen Namen. Um den Tempel herum ließ er 9 Meter dicke Lehmziegelmauern errichten, die sich über fast 1 Kilometer erstreckten. So verwandelte er seinen Tempel in eine Festung der Verehrung. Unweit von Ramses Anlage liegt ein weiteres großes Bauwerk eines Pharaos des Neuen Reiches. Der Totentempel von Thutmosis III. Er ist seit der Antike verfallen. Dr. Miriam Secco Alvarez leitet ein Projekt zur Wiederbelebung dieser Stätte. Als wir 2008 mit dem Projekt begannen, gab es hier nur einen Berg Sand. Nichts war zu sehen. Sie will herausfinden, wie genau diese Bauwerke das Leben nach dem Tod für die Pharaonen sichern sollten. Ganz ohne Pyramiden. Der Archäologe Manuel Abayeira sucht außerhalb der Mauer nach Hinweisen darauf, wie der Tempel genutzt wurde. Er dokumentiert akribisch jeden Fund, den Arbeiter rund um die Tempelmauern ausgraben. Ah, nice. Schön. Shukran. Die alten Ägypter brachten Nahrungsopfer wie Datteln zum Gedenken an den Pharao dar. Doch neben den 3500 Jahre alten Früchten findet er auch wertvollere Objekte. Wir haben Krüge gefunden, in denen sich Bier befand. Eine der wichtigsten Opfergaben der damaligen Zeit. Wir haben Tausende dieser Krüge gefunden. Durch den Fund dieser Bierkrüge kann der Archäologe Javier Martinez Barbón die Geschichte des Tempels nachvollziehen. Einige tragen die Signatur von späteren Pharaonen. Hier haben wir zum Beispiel den Namen von Thutmosis IV. Das ist der Name von Tutanchamun. Nachfolgende Könige und Königinnen brachten diese Opfergaben zum Gedenken an diesen Pharao dar. Die Krüge beweisen, dass Ägyptens Herrscher jahrhundertelang Opfergaben zu diesem Tempel brachten, um den Namen von Thutmosis III. Am Leben zu halten, während seine Mumie sicher verborgen im Tal der Könige lag. Doch Miriam Secco Alvarez findet nicht nur Opfergaben in Form von Bier und fester Nahrung im Tempel. Wenige Minuten bevor die Ausgrabungsstätte für diesen Tag geschlossen wird, stößt ihr Team auf ein Grab. Es herrschen strenge zeitliche Beschränkungen und ein Skelett darf nicht über Nacht offen liegen gelassen werden. Wenn wir einen Leichnam finden, müssen wir ihn noch am selben Tag bergen. Bei einem bedeutenden Fund müssen wir ihn sofort sichern. Das Team versucht, das Skelett abzutransportieren, bevor die Ausgrabungsstätte geschlossen wird. In 20 Minuten müssen wir fertig sein, deshalb sind wir in Eile. Dort drüben in den Schatten. Wenige Minuten vor Ablauf der Zeit ist das Skelett in Sicherheit und die Analyse kann beginnen. Sie könnte Hinweise darauf liefern, wie gut der Tempel das Leben nach dem Tod für die Pharaonen sichern konnte, nach dem Ende der Pyramiden. Das Skelett, das außerhalb des Tempels von Thutmosis III. Ausgegraben wurde, ist nicht das erste, das Miriam Secco Alvarez entdeckt hat. Ihr Team hat bereits mehr als 125 Leichname an diesem Ort geborgen. Viele davon aus einem einzigen Grab. Warum sie sich hier befinden, ist ein Rätsel. Doch einige von ihnen sind tadellos erhalten. Die sterblichen Überreste könnten Aufschluss darüber geben, wie Thutmosis Tempel nach dessen Tod funktionieren sollte. Miriam Secco Alvarez hat sich zur Aufgabe gemacht, jeden Leichnam dahingehend zu untersuchen. Als nächstes ist eine vollständig erhaltene Mumie an der Reihe. Die Leinenbinden zu entfernen ist zu riskant. Also sucht der Zahnexperte Dr. Roger Seiler mit Hilfe von Röntgenstrahlen nach Informationen. Wir wollen herausfinden, mit wem wir es zu tun haben. Ob es ein Mann oder eine Frau war. Wir wollen das Alter der Person bestimmen. Sehen, was sie gegessen hat. Und so viele Informationen wie möglich sammeln.
Das ist der Kopf. Roger Seiler untersucht den Schädel, um das Geschlecht und das Alter der Person zu bestimmen. Die Person war etwa 18, 20, 25 Jahre alt. Die Zähne sind in gutem Zustand. Es war also ein junger Mensch. Wissen wir, ob Mann oder Frau? Von diesem Blickwinkel würde ich sagen, es war eine Frau. Auch wegen der Form des Kinns. Es scheint sich um den Leichnam einer jungen Frau zu handeln. Die Mumie stammt aus Grab 22, aus der späten Periode? Ja. Das Grab, in dem sie bestattet wurde, stammt aus einer Zeit fast 1000 Jahre nach dem Bau des Tempels. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Tempel noch lange nach dem Tod von Thutmosis III. Als heilig angesehen wurde. Wenn man sich noch an ihn erinnerte, dann war sein Leben nach dem Tod gesichert. Jetzt müssen wir in die Tiefe gehen, um mehr zu erfahren. Miriam Seco Alvarez muss herausfinden, wer diese Leute waren, um klären zu können, warum sie hier begraben wurden. Sie arbeitet sich durch alle Mumien, die an diesem Ort gefunden wurden. Der Kopf fehlt. Aber ich glaube, das hier sind Organe. Sie haben die inneren Organe entfernt, separat mumifiziert und zurückgelegt. Eine gute Technik. Einige dieser Mumien in diesem Depot waren also von hoher Qualität. Hochwertig mumifiziert. Die Mumien deuten darauf hin, dass Mitglieder der Oberschicht ihre Toten hier fast bis zum Ende der altägyptischen Zivilisation bestatteten. Sie glaubten, dass dieser Ort eine Kraft besaß, die ihnen helfen würde, ihre Seelen ins Jenseits zu befördern. Die Funde müssen weiter untersucht und verglichen werden. Doch wenn die Analyse abgeschlossen ist, kann Miriam Seco Alvarez den Leichnam zur ewigen Ruhe betten. Die kostbaren sterblichen Überreste werden 4,5 Meter tief in einen vertikalen Schacht hinabgelassen. Dies ist der kritischste Moment und wir sind immer besorgt. Die Mumie ist sicher in der Grabkammer. Gut gemacht. Das Team bettet sie zur letzten Ruhe. Eine weitere Person kann in Frieden ruhen. Miriam Seco Alvarez Entdeckungen deuten darauf hin, dass der Tempel nach dem Tod von Thutmosis III. Noch fast 1000 Jahre lang ein heiliger Ort war. Die Erinnerung an ihn und sein ewiges Leben waren so lange gewährleistet, wie sein Körper sicher im Tal der Könige lag. Der Plan der Pharaonen des neuen Reiches ging offenbar auf. An den Hängen von Kubet el-Hawa, in der Nähe des heutigen Assuan, haben Alejandro Jiménez Serrano und sein Team etwa 30 Kubikmeter Sand aus dem neu entdeckten Grab entfernt. Wir haben sowohl außen als auch innen gearbeitet. Jetzt können wir uns Zugang verschaffen, um zu prüfen, ob es Überreste der ursprünglichen Bestattung gibt. Wenn das Grab Hieroglypheninschriften oder Grabbeigaben enthält, könnten diese ihm helfen, den Besitzer zu identifizieren. Außerdem könnte er mehr über die Bestattungspraktiken der Adligen erfahren, die die pyramidenbauenden Pharaonen herausforderten. Ich kann mehrere Knochenfragmente erkennen. Die Knochen sind noch da. Doch wem gehören sie? Alejandro Jiménez Serranos Entdeckung beweist zweifelsfrei, dass er ein neues Grab in Kubet el-Hawa gefunden hat. Doch um den Besitzer des Grabes identifizieren und seinen gesellschaftlichen Status ermitteln zu können, braucht er Hieroglyphen. Wenn in dieser Kammer einst eine Mumie lag, befinden sich Grabbeigaben vielleicht in einer angrenzenden Höhle. Unglaublich. Hier zeigt sich das gleiche Bild wie in der anderen Kammer. Die zweite Kammer des Grabes ist leer. Sie wurde mit ziemlicher Sicherheit von Grabräubern heimgesucht. Doch Alejandro Jiménez Serrano findet heraus, dass sie nicht nur geplündert wurde. Spuren an den Wänden zeigen, dass eine noch verheerendere Kraft am Werk war. Vermutlich standen hier Särge. Vielleicht gab es auch Kisten. Das alles wurde von Termiten aufgefressen.
Sowas habe ich noch nie gesehen. Wo man hinschaut. Sehen Sie da. Sie waren überall. Ich hasse Termiten. Quite disappointed. Ziemlich enttäuschend. A deception. Aber so läuft es manchmal. It's part of the game. Gehen wir. Let's go. Wie die Pyramiden konnten auch die in den Fels gehauenen Gräber ihre Besitzer nicht immer vor Zerstörung bewahren. Ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne, ihr Leben nach dem Tod zu sichern, wurden durchkreuzt. Doch die Nekropole in Kubet el-Hawa könnte eines Tages mehr über die Rolle der Statthalter im Süden Ägyptens beim Ende des Pyramidenbaus offenbaren. Wir hatten in all den Jahren, in denen wir in Kubet el-Hawa gearbeitet haben, sehr viel Glück. Wir haben 3 neue Gräber entdeckt, 9 intakte Grabkammern. Doch wir mussten auch feststellen, dass es nicht immer so gut ausgeht. Dieses Mal hat Alejandro Jiménez Serrano keine Hieroglyphen entdeckt. Doch beim nächsten Mal könnte er mehr Glück haben. Im Tal der Könige ließen die Pharaonen des Neuen Reichs ihre Gräber tief in die Berge treiben, um sie vor Räubern zu schützen. Chris Norton ist zum berühmtesten Grab von allen unterwegs, um herauszufinden, ob es ihnen gelungen ist. Dies ist das Grab von Tutanchamun, das der Archäologe Howard Carter 1922 unter Schutt vergraben entdeckte. Das ist genau die Stelle, an der Carter zum ersten Mal ein kleines Loch in die Wand machte und in der Lage war, in die Vorkammer zu sehen. Das war der Moment, in dem er gefragt wurde, können Sie etwas sehen? Und er sagte, wunderbare Dinge. Er sah in die Vorkammer, die mit Objekten vollgestopft war, wie der Rest des Grabes. Carter hatte die umfangreichste je entdeckte Sammlung von Artefakten aus dem goldenen Zeitalter Ägyptens entdeckt. Darunter auch die berühmte Maske des Pharaos. Doch für Chris Norton ist der moderne Mythos des sagenhaften Reichtums aus Tutanchamuns Grab nicht die ganze Geschichte. Es enthielt zwar wunderbare Schätze, doch das Grab war nicht unberührt. Tutanchamuns Grabbeigaben waren wild übereinander gestapelt, als wären sie bereit zum Abtransport. Das Grab wurde geplündert, vielleicht nur wenige Tage nach der Beisetzung, als Tutanchamuns Körper zum ersten Mal in das Grab gebracht worden war. Kleine Wertgegenstände scheinen von den Plünderern mitgenommen worden zu sein. Die größeren Gegenstände hatten sie zurückgelassen, vielleicht in der Absicht, sie später zu holen. Doch etwas hielt sie davon ab. Heute wissen wir, dass es eine Sturzflut im Tal gab. Eine Menge Material lagerte sich über dem Eingang des Grabes ab, trocknete aus und wurde hart wie Zement und damit undurchdringlich. Die Position des Grabes geriet in Vergessenheit, bis es von Howard Carter 1922 freigelegt wurde. Seit der späten 18. Dynastie hatte es niemand mehr gesehen. Tutanchamuns Grab war nicht das einzige im Tal der Könige, das von Räubern geplündert wurde. Alle bisher entdeckten Gräber wurden vor langer Zeit ihrer Schätze beraubt. Sie boten keinen besseren Schutz als die riesigen Bauwerke, die sie ersetzten. Auch die Pyramiden waren den wild entschlossenen Grabräubern nicht gewachsen. Und nach Jahren der Dürre und der innenpolitischen Konflikte konnten es sich die Pharaonen nicht mehr leisten, sie zu bauen. Doch sie erreichten auf andere Weise Unsterblichkeit. Ihre beeindruckenden Pyramiden blieben als Erinnerung an eine längst vergangene große Zivilisation erhalten.